Ja, hallo zusammen, ich bin bereits wieder am nächsten Ort und zwar in Acapulco. Das ist der gefährlichste Ort in Mexiko mit der höchsten Todesrate. Traurig, aber wahr. Es ist früher ein ganz grosser Touristenort gewesen. An der Strandpromenade hat es ein Hotel nach dem anderen. Es sind x-tausende Amerikaner immer da hergekommen, um Ferien machen. Und in der letzten Zeit hat das eben mega abgenommen. Es hat fast keine Touristen mehr da. Weil sind da die Bandenkriege ausgebrochen und eben es kommen recht viele Leute hier ums Leben. Was nicht so schön ist, aber ja. Das gibt es halt leider hier in Mexiko. Übrigens, Acapulco, gibt es zum Beispiel auch das Lied Loco in Acapulco. Danke Wettli für den Tipp. Ich habe nie auf das Lied gehört oder respektive was die singen. Das ist aber mega bekannt. Müsst ihr mal googlen. Ihr würdet sicherlich auch wieder erkennen. Und ja, darum, es sind da eben viele Promis da gewesen, früher immer. Es hat da, glaube ich, auch Filme sind gedreht worden da und alles. Das ist ein recht bekannter Name. Aber eben jetzt leider nicht mehr so touristisch. Und ihr seht, ich bin am Schwitzen, weil es einfach saumässig heiß ist da. Aber ich darf mich nicht beklagen. Ja, auf jeden Fall, ich bin 2 Tage jetzt da. Nachher geht es wieder weiter. Und ja, ich bin jetzt in einem Hotel das erste Mal. Erstmal in einem Hotel, mega nice da. Nein, es ist es eigentlich nicht. Es ist... Hoi. Ich habe sie E-Mail bekommen. nein, es ist eigentlich wirklich nicht so ein schönes Hotel. Ich war vorher in einem anderen Zimmer gewesen. Dort war aber mein Wi-Fi völlig scheiße gewesen. Darum musste ich zumindest das Zimmer wechseln. Und mein Arm tut jetzt langsam weh. Darum mache ich jetzt mal da einen Cut. Und... Man sieht sich später. Ah ja, was ich noch sagen wollte, jetzt muss ich aber pressieren, weil es tut wirklich langsam weh. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Genau. Weil es eben relativ gefährlich ist, laufe ich da jetzt nicht mit meiner Kamera, mit dem Mikrofon da oben noch drauf, wo sowieso noch doppelt auffällt im Zeug umeinander. Darum verzeiht mir, dass ich da mal ein bisschen weniger filme oder respektive gar nicht, weil ich nehme die Kamera nicht mit. Aber ich verspreche euch, am nächsten Ort filme ich wieder und das wird ganz, ganz, ganz geil. Also, bis dann. Peace. So, liebe Leute, ich habe wieder mal ein bisschen ausgemistet. Zwar habe ich ganz viele Sachen in meinem Rucksack gehabt, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe. Und ich habe jetzt da so einen Schlafsack in der Hülle habe ich jetzt weggerührt, so ein Kössi da, so im Gar innen. X-Kabel, was habe ich noch vorgerührt? Medikamente, irgendeine Socken. Jetzt habe ich hier noch so ein Teil, das ich mal gekauft habe in Puebla für irgendwie, keine Ahnung, 70 Franken oder so von Adidas. So ein dünnes Jäckchen. Brauche es aber nie. Darum ist das eher nur Ballast. Da innen habe ich mein elektronisches Zeug gehabt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und zwar haben wir hier oben dran so ein Fach für so Kabel und so Zeugs. Und das war proppenvoll gewesen. Und da unten hat man so ein bisschen für die Kamera etc. haben wir da so ein bisschen Sachen. Und MacMouse hatte ich noch dabei gehabt. So ein WLAN-Dings. Also man kann aus einem 4G oder so kann man das WLAN machen, damit ich mich mit dem PC und mit dem Handy ins gleiche. Oder damit ich mich beim Handy, wenn ich mal. Nein. Sehe ich. Also, wenn ich kein WLAN habe, nur mein Handyempfang, 3G oder 4G, was auch immer, kann ich mit dem mich verbinden und danach kann ich das wird sozusagen das WLAN generieren und dann kann ich mich mit dem PC verbinden. Das heisst, ich kann dann beide Geräte nutzen, habe ich noch nie gebraucht. Das ist eine externe Festplatte, habe ich auch noch nie gebraucht, darum kommt die jetzt die auch weg. Weil ich habe iCloud, ich lade alles auf die iCloud auf, also ist das eigentlich überflüssig. Und ja, das kommt jetzt auch alles weg. Und jetzt habe ich wieder ganzen Haufen Gewicht gespart. Ich schätze jetzt so fast gegen, ja, so 600-700 Gramm sind es glaube ich schon. Also relativ viel, oder vielleicht sogar 1 Kilo. Ja, ich könnte schon etwa gegen 1 Kilo zu sein. Und ja, mit dem sowieso. Ja, es ist vermutlich sogar mehr als 1 Kilo. Ja. Und ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Rucksack. Jetzt habe ich richtig den Plausch.
Und jetzt gehe ich mal ein bisschen die Stadt anschauen. Die Kamera nehme ich eben nicht mit, aber heute Abend gehe ich Klippenspringen anschauen. Und dann nehme ich euch mit, weil das werde ich auf jeden Fall nicht verpassen. Das sind ganz bekannte Klippenspringen. Es ist glaube ich 35 Meter hoch oder so, wo die hier runtergumpen. Mega bekannt. Und dort sind die definitiv dabei. Ja, ein bisschen Schweizer Swissness ist da noch mit dem Teddy Stauffer. Die, die ihn kennen. Der Name sagt mir etwas, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer er ist. Auf jeden Fall ist da gestanden. Er hat die erste Disco aufgemacht in ganz Lateinamerika und ist da recht ein bekannter Mann gewesen. Man hat ihn auch Mr. Acapulco genannt. So, ich gehe jetzt mir die bekannten Klippenspringen anschauen von Acapulco. Hat jetzt da 2 Franken gekostet, der Eintritt. Und jetzt sollte da irgendwo danach die Scheiben runterkumpen. Eben etwa 35 Meter anscheinend. Mal schauen, ob ich da das ein bisschen auf die Kamera bringen kann. Ja, die sind jetzt da, die Springer sind jetzt da runtergegangen, runtergeklettert, sind das Wasser gekumpelt und ich habe zuerst gedacht, ja, ist jetzt das alles gewesen, ist irgendwie 5 Meter gewesen oder so. Aber nein, die klettern jetzt da einen auf, vielleicht sehen das dort im Hintergrund. Ich zeige euch das nachher noch besser im Video. Und schlussendlich sind die dort oben und kumpeln von dort oben nachher ins Meer runter und dann hat es dort noch so eine Bettplattform, wo sie noch betten können, zuerst bevor sie runterkumpeln. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel und ich habe jetzt gerade mein Zeug, das ich jetzt nicht mehr brauche. Das Adidas-Jäckli und alles und eben das Elektronik-Zeug bin ich jetzt runter an den Besitzer von hier gebracht. Und der hat sehr Freude gehabt. Und ja, das ist doch schön, wenn jemand anders an dem Freude hat, weil einfach vor der Tür wäre wirklich schade gewesen. Ist irgend so ein Maus vom iMac ist auch noch drunter gewesen, eine externe Festplatte, also von dem her noch gute Sachen und wenn er es nicht brauchen kann, dann selber verkaufen, dann hat er etwas davon. So, und jetzt gehe ich jemanden liegen, zuerst schauen, duschen, wie das saumässig heisst. Und dann nach einem frühen Aufmorgen, ich muss etwa um 5 Uhr aufstehen oder so. So, guten Morgen Leute, es ist jetzt 20 vor 16 und ich mach mich jetzt los, ab zu der Busstation. Ich bin jetzt hier also angekommen in meinem Hostel nach gut 10 Stunden Fahrt. Es war recht anstrengend, aber ich habe es jetzt schlussendlich geschafft. Und das ist ein recht cooles Hostel, wenn ich das mal reinziehe, wo ich heute Abend schlafen kann. Zwar hier auf dem Hängebett sozusagen. Wird sicherlich auch eine coole Erfahrung. Und ja, das ist ein richtig cooles Hostel da, seht ihr so. Da ist der Besitzer. ganz cooler Hype und es ist fast wie ausgestorben da in Puerto Escondido, es hat fast keine Leute da. Er hat mir aber vorhin gesagt, auch in der Saison hat es nicht wahnsinnig viele Leute, aber das gefällt mir eigentlich gerade richtig gut, weil da hat es eben verschiedene Beaches und es hat so von Anfängerstrand zu Vorgeschrittenen. Er hat gesagt, 2 Tage vorher hatte sie irgendwie 7-8 Meter hohe Wellen gehabt. Von dem her hat sich das wieder ein bisschen beruhigt, das ist gut. Und ja, morgen geht es vermutlich sicher mal ein bisschen surfen, weil auf das freue ich mich schon richtig da. Und eben viele Leute hat sie auch nicht, von dem her perfekt. Ja, so sieht das Hostel übrigens von außen aus, da hinten. Dort beim Baum rein. Ganz unscheinbar. Und da bin ich auch in so einer Gegend.
wo man nicht unbedingt das Hostel erwartet. Gell, Hündli? Ja. Und ich gehe jetzt etwas essen. Da vorne sollte irgendwo ein Kaktus sein, wo es ganz gut zu essen gibt und günstiges Bier. Darum habe ich gedacht, das klingt gut und ich gehe es mal gut testen. So, ich bin jetzt hier im Hostel One Love. Das ist auch ein Restaurant und eine Bar. Und ich bin hier jetzt noch ein am Video schneiden. Und übrigens, Kaktus, wo ich das letzte war, das wäre hier eine. Und das sind ganz coole Leute hier. Say hello! Hola! Sie kennen mich jetzt natürlich schon langsam, weil ich jetzt auch schon ein, zwei Mal da war. Und ich würde sagen, an dieser Stelle tue ich das Video beenden. Weiter geht's dann beim nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao!